Mitten in diesem Dorf steht ein Haus, das absolut leer steht. Wir haben das entdeckt und der ursprüngliche Zweck dieses Haus wäre, dass es ein Frauenhaus wird, wo Frauen sich aus dem ganzen Dörfli treffen und zusammen können Werkstätten führen für ihre kunsthandwerklichen Arbeiten, die sie nachher später könnten in der Hauptstadt von Kolumbien in Bogotá verkaufen. Und wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, das Haus betriebsbereit zu machen. Das heisst, wir möchten gerne Mobiliar kaufen, wir möchten gerne Webstühle kaufen, wir möchten Tisch kaufen zum Modellieren, wir möchten gerne auch einen Brennofen kaufen. Alles Sachen, die diesen Frauen ermöglichen, das zu machen, was eigentlich eine Lebensgrundlage ist von dem Dorf, nämlich mit ihrer eigenen Kultur können zu geschäften. Wenn das Haus zum Leben kommt, dann ist das ein grosser Beitrag zum Überleben von dem Völkli. Die Sprache werden sie wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr reden können, weil das ist schwierig, in einem so kleinen Dörfli eine eigene Sprache am Leben zu erhalten. Aber die Sprache hat eine Fortsetzung in dem, was sie machen, in dem, was sie herstellen. Und die Selbstdarstellung in Form von Körben, von Kleidern, von Kunsthandwerk ermöglicht das Überleben dieser Kultur. Davon bin ich sehr überzeugt. Grosszügige Spender bekommen selbstverständlich etwas über aus dem Dörfli, nämlich das, was sie herstellen können und das, was in dem Haus, das man plant, eben auch hergestellt wird. Wir zum Beispiel haben so ein Körbchen schon jetzt erstanden. So etwas bekommt ein Spender, der gerne ein bisschen viel Geld gibt, auch über. Oder wir haben hier einen umgemandelten Hut, der jetzt ein Eierkorb ist bei uns, weil er einfach ein bisschen für unsere Köpfe ein bisschen zu klein geflochten ist. Aber das sind ganz tolle Erinnerungen und es ist alles aus natürlichen Materialien gemacht.